Also linke Grundeinkommensmodelle bedeuten, dass erst einmal auch der Millionär das Grundeinkommen bekommt, aber um das Grundeinkommen für alle zu finanzieren, müssen die Reicheren deutlich stärker zur Kasse gebeten werden. In der Tat, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht einfach aus der Portokasse zu bezahlen. Es gibt Berechnungsmodelle, die kann man auch nachsehen auf der Seite www.grundeinkommen.de. Ich befürworte ein Modell, was aus linken Kreisen entwickelt wurde, was sagt, wir können einen Teil der Sozialbürokratie, die es heute gibt, wir können einen Teil der Sozialleistungen wie Hartz IV und Sozialhilfe zusammenfassen und ins Grundeinkommen einfließen lassen. Eine zweite große Finanzierungssäule besteht dann darin, dass es eine 33-prozentige Grundeinkommensabgabe gibt auf alle Nettoeinkommen, mit dem Ergebnis, dass das reichste Drittel der Bevölkerung deutlich draufzahlt. Und dann gibt es noch eine dritte Finanzierungsquelle. Wir wissen, wenn Haushalte mit mittleren und niedrigem Einkommen mehr Geld haben, und das wäre mit einem Grundeinkommen der Fall, dann geben die das in der Regel aus. Gehen einen Kaffee trinken, kaufen sich eine Hose, ein neues Kleid. Und das kurbelt wiederum die Binnenwirtschaft an und dadurch entsteht auch wieder neue Steuern. Und man sagt so, von jedem Euro, den ein einkommensschwacher Haushalt bekommt, landen 33 Cent am Ende wieder im Steuersäckel. Denken Sie nicht, dass die Preise steigen, die Mieten steigen? Also plötzlich haben ja alle Zusatzgeld, das genau darauf geschielt wird. Bei fast jeder Grundeinkommensdebatte wird irgendwann die Frage gestellt, führt das Grundeinkommen nicht zur Inflation? Inflation würde ja dann entstehen, wenn sich im Kapitalismus die Preise danach richten, was die Menschen an Geld zur Verfügung haben. Wir wissen aber, dass die Preisbildung im Kapitalismus anders funktioniert. Die Summe von Geld, die vorhanden ist, wird ja durch das Grundeinkommen nicht mehr. Wir wollen ja nicht das Grundeinkommen finanzieren, indem wir mehr Geld drucken, sondern wir wollen ja das Grundeinkommen durch eine Umverteilung finanzieren. Hinzu kommt, es gäbe ja weiterhin unterschiedliche Läden, unterschiedliche Ketten, die ihre Produkte anbieten, und die ihre Preise nicht danach ausrichten, was können die Leute ausgeben, sondern eher, wie kann ich gegenüber der Konkurrenz bestehen. Kurzum, ein Grundeinkommen würde nicht zu einer Inflation führen. Die Linke regiert ja schon Jahre mit, und ich stelle fest, den Reichen wird immer weniger weggenommen. Und ihre Vorstellung ist ja so, ich hole mir das da, wo viel ist. Meinen Sie wirklich, das wird gelingen? In der Demokratie muss es möglich sein, dass man die Reichen deutlich stärker zur Kasse bittet, wenn davon der größere Teil der Bevölkerung deutlich besser gestellt ist. Natürlich haben die Superreichen besonders viel Einfluss, aber wir Bürgerinnen und Bürger haben es ja in der Hand, das umzudrehen. Und wir auf Bundesebene ist das möglich. Auf Bundesebene ist ja die Linke bisher noch nie in der Regierung beteiligt gewesen. Ich würde mal sagen, die bisherigen Regierungsfraktionen auf Bundesebene hatten einfach nicht genügend Mut, sich mit den wirklich Superreichen anzulegen. Das ist auch eine der Ursachen für die vielen Probleme, die wir hierzulande haben. Noch ein Satz zum Grundeinkommen. Eine Stärke des Grundeinkommens liegt auch darin, man muss nicht Ökonomie und nicht Philosophie studiert haben, um darüber diskutieren zu können, weil jeder ahnt, das macht was mit meinem Leben und mit der Gesellschaft. Und zugleich merkt man sehr schnell, dass man an grundlegenden philosophischen und ökonomischen Fragen rührt, wenn man über die Einführung des Grundeinkommens diskutiert. Also spätestens so ab dem Einkommen eines Bundestagsabgeordneten zahlen die Leute in einer Grundeinkommensgesellschaft drauf. Dafür haben aber auch die Reichen die Gewissheit, dass egal was ihnen passiert oder anderen Menschen, die sie kennen, passiert, sie werden immer, wenn irgendwie alles verloren geht, das Grundeinkommen haben und nicht in ein System der Schikane und Armut wie Hartz IV abschlittern.